Free Party ist echt ein guter Party-Gag. Da spielt man mit Freunden und es ist einfach lustig, weil man oft hops genommen wird. No way! Why? This game is dumb! Jada, this game is dumb, right? Ja, ja. Tolle Minispiele, tolles Art-Design und generell ist das Spiel zeitlos. Und es gibt... Was ist das denn? Und es gibt einen Modus, der heißt Schlagseite. Das Spiel kann man mit einem Kumpel spielen und je nachdem, wie gut man abschließt beim Minispiel, bekommt man eine bessere Mii-Auswahl, die man dann auf das Schiff balancieren muss. Seid ihr scheiße, kriegt ihr ein fettes und ein kleines Mii. Seid ihr gut, kriegt ihr zwei gleich schwere Mies. Und genau dieses Spiel werde ich heute spielen mit... mir selber! Ja, es gibt nämlich auch eine Möglichkeit, mit einem Computer zusammen dieses Spiel zu spielen. Und das kann nur Katastrophe werden. Das ganze Spiel baut darauf auf, dass man sich gegenseitig abspricht, dass man die Team-Minispiele zusammen schafft. Wie soll man das mit einem Computer machen? Es kann also nur Katastrophe werden. Werde ich meine Nerven verlieren und ist es überhaupt mit einem Computer möglich, das zu schaffen? Finden wir es jetzt heraus! Ein Vögelchen hat mir allerdings gezwitschert, dass mein alter Freund Matt mega Bock hätte, mit mir das zu schaffen. Matt? Stimmt das? Nein. Warte, es gibt Standard und es gibt noch irgendwas. Gibt es irgendwie so einen Hardcore-Mode oder so eine Scheiße? Okay, mal schauen. Wir machen einen Spieler. Ah, lol. Und ich habe das zum ersten Mal in Italien gespielt mit Alessia. Und wir haben es auch nicht einmal geschafft. Ja, da ist er ja, der einzig wahre. Matt, wir hatten unsere Differenzen, wir haben gegeneinander geboxt, wir haben gegeneinander Schwertkampf gemacht, wir haben schon einiges zusammen erlebt, aber heute werden wir zusammenarbeiten. Wir haben erst gerade leicht, den Rest müssen wir freischalten. Rein da. Schlagseite Standard. Schlagseite ist so ein weirder Begriff. Da ist er ja, was geht ab, Matt? Matt steht rot, muss man ehrlich sagen. Willkommen bei Schlagseite. Was geht ab, Pepe? Lang nicht gesehen. Die steht rot übrigens auch, oder eher... pink. Timmy Turner rot. Mast und Schottbruch. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst, Pepe, aber wir legen los. Hier ist Teamarbeit gefragt. Stimmt eure Würfe so aufeinander ab, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Aber wie soll ich mich mit Matt abstimmen, wenn er ein Computer ist? Er sitzt ja nicht neben mir, ich kann nicht mit ihm reden. Okay, Matt, komm schon. Leg ich ins Zeug. Ich will die Stereotypen auspacken, aber die besten Basketballspieler sind schwarz. Irgendwie machen wir das nicht so ganz. Okay, Matt, chill. Wir brauchen 30. Stopp. Okay, wir haben ein Problem. Matt, nein, auf! Matt, chill doch. Junge! Ganz ruhig. Eins, zwei. Oh mein Gott, es wird zu knapp. Nein, Matt, jetzt! Ho! Yo, wie knapp war das denn bitte? Damn. Digga, das war ja ultra knapp wirklich. Ihr habt das Minispiel geschafft, deshalb erhaltet ihr gleich große Mii-Charaktere. Schon immer Deutschprofi. Hä? Weg? Chill. Matt. Chill doch, Matt. Hallo, ich wollte doch gerade noch darüber reden, dass da ein Fake-Matt ist. Und warum hat Matt das überhaupt nach links gemacht? Setz ihn doch in die Mitte. Warum hat der Weg ne... Egal. Sehr gut. Ist okay? Matt, ist okay. Dreht die runden Plattformen so, dass die Schafe ans andere Ufer gelangen. Ohne Absprechen ist halt wie gesagt immer schwierig. Aber ich habe vollstes Vertrauen in Matt, weil ich diesen Mann liebe. Platonisch. Okay, Matt, konzentrier dich. Ich sag dir, was du machen musst. Du hörst einfach auf mich. Warte, welche Farbe bin ich? Bin ich blau? Ich bin blau. Okay, Matt, nimm die Mitte. Sehr gut. Ich nehme oben rechts. Matt, oben rechts. Ja? Ja, sehr gut. Guck mal, ist doch easy. Wir gewinnen jedes Minispiel, weil Matt und ich einfach ein Dreamteam sind. 10 Punkte ist ja nichts, Alter. Guck mal, wir sind ja jetzt schon drüber. Mathe, Mann. So, Rekord geknackt, Freunde. 21. Hä? Also, Real Talk, könnte das die einfachste Wii Party Challenge aller Zeiten werden? Matt! Bist du dumm? Wir haben fast legit 30 geholt, Alter. Mega gut bis jetzt. Neuer Rekord, 27 Punkte. Alessia, Italienerin. Vielleicht solltest du einfach mehr sein wie Matt. Allerdings sollte ich nicht zu früh urteilen. Vor allem, wenn ich Pedobad droppen muss. Okay, Matt, chill kurz. Ich muss kurz nachdenken. Chill kurz! Oh. Ist okay. Soll ich ihn in die Mitte packen? Ist die Mitte klug? Ich würde die Mitte vielleicht eher verwenden, wenn wir aus Versehen einen zu großen haben. Ich mach mal ein bisschen weiter rechts. Nicht so viel rechts! Oh mein Gott, Digga, bin ich dumm? Sorry, Matt. Okay. Lief doch gut. Arbeitet im Team, um so viele Herzen wie möglich einzusammeln. Je mehr Herzen ihr erreicht, desto weiter werdet ihr fliegen. Okay, Matt, ich hoffe, du hast Happy Birds gespielt. Flappy Bird. Okay, also, wir müssen einfach nur so machen. Es ist wie Flappy... Oh Gott, wie Flappy Bird. Nein. Oh Gott, sorry, Matt. Matt! Okay, alles gut. Guck, Matt und ich sind ein Dreamteam. Wenn wir hier weit genug kommen, dann bin ich mir zu 99% sicher, dass wir auf Woohoo Island ankommen. Imagine, das wäre der geisteskrankeste Easter Egg, oder? Geht das unendlich? Weil wenn wir uns so gut anstellen wie gerade... So viel zu so gut anstellen wie gerade. Matt! Matt! Hallo, Matt, bist du dumm? Schüttel doch! Ja klar, also die Herzen waren alle, ja. Aber Matt hat auch einfach nicht getreten, während ich getreten habe. Egal, wir haben es geschafft. Und das ist alles, was zählt. Okay, Matt, jetzt chill, bevor du draufstellst. Chill. Warum denn dahin? Matt! Warum stellt Matt denn das nach rechts? Wir haben schon 6 Leute drauf platziert und es ist Runde 4. Weich den Asteroiden aus und erreicht so schnell wie möglich gemeinsam das Ziel. Alright, Matt, dann ab nach oben. Ich sag dir, wohin wir gehen. Hör auf mich. Genau, links ist gut.
Jetzt rechts. Nicht Spaß! Okay, sorry, das war mein Fehler, sag ich. Bin ich ehrlich. Oh, okay, wir stellen uns gerade ein bisschen doof an. Okay, das ist eine relativ loste Runde. Alter, die Erde da hinten sieht irgendwie ein bisschen ästhetisch aus. Auf eine komische Art und Weise. Ah, okay, ich sollte mich weniger auf die Erde konzentrieren, sondern mehr darauf, dass wir es schaffen. Wie habe ich das mit der Italienerin nicht geschafft? Oha. Alter, ist die schnell. Und das sah nicht nach Landung aus. Das sah aus, als wären wir mies in die Erde reingecrashed. Das war eine gute Runde. Also, ich meine, wir haben uns nicht gut angestellt. Warum hast du ihn in die Mitte gestellt? Ich muss es jetzt halt nach rechts stellen. Oh Gott, es wird so nach rechts kippen. Ich konnte halt nichts anderes machen. Bitte nicht sterben jetzt schon. Matt. Er hätte ihn halt oben ein bisschen nach links stellen sollen, damit wir halt Ausgleich machen können. Oh Gott, Digga. Runde 5, die Hälfte ist geschafft, aber es wackelt schon sehr hart. Zwei Spieler gehen auf zwei schmalen Pfaden. Hier ist Teamwork gefragt. Herunterfallen kostet Zeit. Erreicht den Ausgang. Okay, Matt, läufst du vor oder? Okay, er läuft vor. Komm, Matt. Er ist so langsam irgendwie. Aber er passt sich mir an, glaube ich. Ja. Safe. Ey, das ist ja mega easy, weil Matt ist halt super skilled, deswegen können wir gefühlt gar nicht runterfallen. Hör, Matt, wer schneller, hä? Wer schneller, Matt? Okay, Respekt an Matt. Das war gut. Let's go! Endlich mal eine leichte Challenge. Ja. Ich habe schon mal vergessen, dass das Schiff komplett schief steht. Ey, das ist überhaupt keine leichte Challenge eigentlich. Okay, Matt, chill. Jetzt nach links. Genau. Sehr gut. Schon mal smart. Ey, ist euch eigentlich mal aufgefallen? Dieser Hintergrund sieht low-key aus wie von SpongeBob, die Insel. Ich glaube, wir sind gerade über Bikini Bottom. Kann das sein? Okay, lass mal hier hinstellen. Ganz knapp. Ich glaube, jetzt müssten wir auch wieder komplett gerade sein. Ja. Ja, bisschen nach links, aber dafür, dass wir bei der Hälfte angekommen sind, ist das schon relativ gut, würde ich sagen. Betätigt den Hebel des Wagens so schnell ihr könnt, um euch vor dem heranrollenden Felsbrocken zu retten. Erreicht den Ausgang. Okay, ich, du. Hä? Wir haben bis jetzt gefühlt noch nicht ein Minispiel verkackt, oder? Kann auch gerne so bleiben, muss ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie Varios Goldmine aus Mario Kart Wii. Und das war mega easy. Matt, warte. Ich hab gerade getrunken. Noch nicht setzen. Matt, noch nicht setzen. Matt, chill. Okay. Moment mal. Wo soll ich die hinsetzen? Ich würde sagen, hier hin. Weil hier wäre, glaube ich, unklug. Das wäre zu weit links. Müsste eigentlich. Ja. Ey, sieht richtig ästhetisch aus. Guck mal, so eine Reihe. Um diese riesigen Fische einzuholen, braucht es zwei starke Angler. Okay, das wird... Okay, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder sagen, dass das schwierig wird, weil ich mich nicht mit ihm absprechen kann. Aber es wird schon schwierig, weil ich mich nicht mit ihm abspreche. Schönes Schiffchen. Ich würde gerne jetzt auf diesem Schiff chillen. Das dann sieht auch aus wie SpongeBob Bikini Bottom. Matt, wir machen einfach sofort, wenn der... Yeah, wenn der Fisch kommt. Einfach instant. Dieses ganze Video ist einfach nur, ich liebe Matt. Matt und meine Liebe oder so. Lass dir nach auf jeden Fall ins Wasser springen und extremst miteinander rummachen. Was? Also die meine Instagram-Story gesehen haben von Italien. Wer hat echt gedacht, dass ich mit dem Typen da geküsst habe? Weil das war alles eine Frage Perspektive. Not real. Ich küsse doch keine Kerle. Bash. Spaß, Freunde. Okay. Wir müssen jetzt nachdenken, weil die Sache ist, da oben, das ist mein Vergangenheits-Ich, da oben wiegen die immer am meisten. Also was heißt, die wiegen nicht am meisten, sondern da oben haben die am meisten mit der Balance zu kämpfen, weil Gravitation. Ich würde es euch gerne erklären, aber ich habe in Physik eine 6 geschrieben. Ich würde sagen, wir stellen ApoRed übrigens, nice, nach rechts logischerweise. Hierhin. Hoffentlich war das nicht zu viel. Nee, passt. Ich glaube, Matt hat schon Peilung. Also ich glaube, der weiß schon, wo der die hinstellt. Der macht das schon sehr bedacht. Die letzten drei Runden stehen an. Hoffentlich verkacken wir nicht. Wählt in jedem Raum die richtige Tür, um möglichst schnell euren Mitspieler zu finden. Viel Glück. Oh, warte mal. Das ist ein Glücksminispiel. Ich muss einfach nur Glück haben, die richtige Tür zu machen. Oh, und ihr kennt mein Glück. Es könnte sein, dass das erste Minispiel wird, das ich verkacken werde. Okay, ich gehe ganz links, weil das ist meine politische Ausrichtung. Dann werde ich meine politische Ausrichtung jetzt ändern und gehe in die radikale rechte Richtung. Ah! Freunde, seid rechts! Spaß. Radikal rechts, nein. Ey, oha, let's go! Jetzt die Mitte, die goldene Mitte. Na, schade, schon wieder ein scheiß Reif. 4 Sekunden noch! Bitte, wir müssen jetzt recht haben. Rechts! Zeit abgelaufen! Der Scheißer! Ey, und das, obwohl ich radikal rechts war. Ey, yo. Es war ein Glücksminispiel. Hat irgendjemand von euch damit gerechnet, dass ich ein Glücksminispiel First Try packe? Ja? Oh, das ist nett. Ihr habt das Minispiel nicht geschafft, deshalb erwartet ihr unterschiedlich große Mii-Charaktere. Wer kriegt den dicken? Ey, das ist mein Dad. Und das da ist Alessia. Ey, wenn wir jetzt mit dem Alessia-Mii verkacken, wäre so dumm. Man kann die dazwischen quetschen? Matt hat gerade gecheatet, oder? Jesus Christ, war das knapp. Greift euch farblich passende Teile vom Förderband und montiert sie zu einem Roboter zusammen. Hä, aber wie sollen wir das denn machen, ohne dass wir uns absprechen? Alright, dann bauen wir mal unseren ganz eigenen Astro Boy zusammen. Ich habe Astro Boy, als ich klein war, geliebt. Kann ich einfach so machen? Ja, oder? Ja, easy. Hier, nimm dir den... Ja, ganz einfach. Warum kommt... Irgendwie kommt... Es kommen nicht mehr so richtig die Teile. Ich brauche ein blaues... Matt, ich brauche ein blaues... Hallo? Okay, blaue Hose.
Schnell, Matt! Jetzt! Matt! Das war close. Matt! Bist du dumm? Bist du eigentlich dumm? Matt! Siehst du diese Tränen, Matt? Also das lag ja wirklich an Matt. Genauso weit bin ich übrigens auch mit der Italienerin gekommen. Wisst ihr, was jetzt für ein Zeitpunkt ist? Ihr habt es richtig geraten. Es ist Zeit für die Sponsorship. Leute, kennt ihr NordVPN? Lasst mich euch erklären, was eine VPN ist. Spaß! Gottlose Montage! Okay, jetzt kommt was für dich, Matt. Von Rudi! Epischer Victory Royale. Matt! War ja komplett einfach. Matt, Rudi. Dankeschön. Er war lost. Er hat einfach nicht. Er ist einfach nicht auf blau gegangen. Ab jetzt einfach immer Matt ausgleichen. Nee, wir haben bis jetzt alle Geschenke, oder? Ich glaube, wir haben bis jetzt alle Geschenke. Damn! Wie schafft er es? Junge Matt! Mach doch mal ordentlich was! Okay, also im Büchsenschießen bist du echt scheiße, Matt. Aber egal, wir haben trotzdem 40 Punkte, also alles gut. Bitte! Oh, let's go! Matt! Matt, was machst du? Warum dahin? Geh hoch lang, geh hoch lang, geh oben lang, Matt, geh oben lang. Ja, let's go. Matt, hör doch auf. Der will, dass wir nach links fallen. Ich habe ein Gefühl, ich spiele gegen Matt und nicht mit ihm. Matt. Das war so easy. Aber ich habe ihn ausgekontert. Letzte Runde schon, okay. Matt. Ja, schon wieder so knapp und sogar 32. Du machst zuerst, ich konnte aus. Das war's, wir haben's, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Toll, Diddy und Matt, ihr habt es leicht geschafft. Ach ja, das war ja gerade erst leicht. Ey, das war schon echt ekelhaft mit einem CPU zusammen. Wie wird dann erst die noch schwierigere Schwierigkeit? Oh, no.